Die Code-Konventionen, was die Nutzung von booleschen Funktionen angeht, sind relativ analog zu dem, was wir bei Prozeduren schon kennengelernt haben. Der Funktionsname analog zu dem Prozedurnamen, Anfangsbuchstabe klein und Anfangsbuchstaben neuer Wortbestandteile groß schreiben. Funktionsnamen möglichst aussagekräftig formulieren. Links frei, rechts frei sind, denke ich mal, gute Namen, die genau ausdrücken, was beim Aufruf dieser Funktion getan wird. Der Funktionskopf und die geschweifte Klammer auf des Funktionsrumpfes in eine Zeile platzieren und die geschweifte Klammer zu des Funktionsrumpfes unterhalb des B vom Boolean platzieren. Innere Anweisungen im Funktionsrumpf um 4 Spalten einrücken. Hinter dem Funktionsnamen, sowohl bei der Definition als auch beim Aufruf, kein Leerzeichen. Zwischen den Klammern, Klammer auf, Klammer zu, auch bei der Definition und Aufruf kein Leerzeichen. Hinterher werden wir das noch in einer späteren Unterrichtseinheit ergänzen um sogenannte Parameter. Bei der Funktionsdefinition hinter Klammer auf Klammer zu ein Leerzeichen, bevor dann die geschweifte Klammer aufkommt. Und Funktionen und Prozeduren können ja an derselben Stelle definiert werden und trennen Sie jeweils mehrere Prozedur- und Funktionsdefinitionen jeweils durch eine Leerzeile. Also relativ analog zu dem, was wir schon bei Prozeduren kennengelernt haben.